Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ich habe nach der letzten Folge schon etwas begonnen, Kanal weiter auszuheben. Aktuell hat er eine Breite von, warte, wie breit habe ich ihn jetzt gemacht? 6 oder 7. Ist aber wie gesagt noch nicht endgültig, ob es bei der Breite bleibt. 3, 4, 5, 6. Genau, da ist 7 breit gemacht. Und weil auch die Frage aufkam, eben bei einem Video von Matrixschlange bezüglich dem Auffüllen von Becken und so, weil er meinte, wenn man nachträglich runtergrabt, dass Strömungen entstehen. Ich mache es eigentlich immer so wie hier, ich tue quasi die Ebene, entweder habe ich schon ein Loch, dann tue ich nur quasi eine Ebene, so eine Zwischendecke einziehen, oder so wie hier, da tue ich quasi nur das Wasser auf einer Tiefe von 1 und tue nachträglich, was kein Problem ist, räume dann quasi den ganzen Sand nachher weg und die Steine. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man sich das anschaut. Ich gehe da runter, überhaupt keine Strömung. Das heißt, man kann auch problemlos den Kanal jederzeit tiefer machen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt sagt, 3 ist vielleicht noch zu seicht, man könnte es vielleicht tiefer machen, kein Problem. Dann grabe ich es noch tiefer. Was der Vorteil halt hier ist von der Tiefe von 1, ich kann mich auch einfach da hinstellen und kann problemlos von oben das alles abbauen. Das war wie gesagt so eine Testaufschüttung einmal vom Wasser her. Aufschütten selber funktioniert eigentlich auch recht einfach. Da ist dann auch so gemacht, wie es der Matrix bei seinen Anlegestellen gemacht hat. Also quasi bei jedem zweiten Block Wasser angesetzt. Und es rinnt dann wirklich von vorne nach hinten schrittweise, füllt sich das und es entsteht laufend stehendes Wasser. Also wenn beide Seiten quasi gleich sind, dann geht das problemlos. Ja, ich möchte im Kanal die Grabungsarbeiten auf jeden Fall weitgehend fertig machen. In der Folge wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe mir auch jetzt gemacht zum Arbeiten Steinschaufeln. Die Eisenschaufeln bei so großen Arbeiten sind relativ schnell verbraucht, da ist mir das Eisen eigentlich fast schon wieder zu schade. Speziell, wenn wir noch nicht so viel haben. Von daher wäre es ja langsam dann schon wieder angesagt, eben dass wir nochmal auf eine Tour gehen, Ressourcen sammeln. Und da gibt es ja noch die Schlucht mit den Minen und weiteren Schluchten in Neugittungen, wo Zeron war, der ja auch im Video erwähnt hat, ich könnte ja dorthin gehen, weil da noch genug Ressourcen sind, die er gar nicht rausholen konnte, weil das für einen alleine viel zu lang dauert. Werde mich da auch noch absprechen mit dem Matrixschlange, ob es sich ausgeht, dass wir gemeinsam rüberfliegen. Weil Höhendor ist natürlich immer oder noch lustiger, wenn man zu zweit oder mehr unterwegs ist. Ich meine, man kann einerseits schneller abbauen, die ganzen Ressourcen. Beziehungsweise, falls mal irgendwelche Monsterhorden kommen sollten, kann man sich gegenseitig auch den Rücken frei halten. Und eben, wir können halt mehr rausholen aus der Höhle. Ja, die Folge nehme ich auf direkt heute am Montag, wo sie auch rauskommt. Ich kann allerdings noch nicht sagen, ob sie am Nachmittag kommt oder erst am Abend.
Weil heute auch wieder die nächste Aufnahmesession der Apokalypsen-WG ist bei 7 Days to Die. Und da muss ich eben erst schauen, von der Zeit her, ob sich das vorher noch mit den Rändern ausgeht. Oder wenn nicht, dann mache ich es nachher, was auch kein Problem wäre. Da ich eben mit dem Zweitagesrhythmus arbeite, habt ihr dann eh quasi auch Zeit, morgen den ganzen Tag euch das in Ruhe anzuschauen. Weil dann die nächste geplante Folge wird dann am Mittwoch kommen. Ich denke, das ist aktuell eigentlich ein ganz guter Rhythmus. Im Inventar haben wir eh noch Platz, dann können wir da weitermachen. Was die anderen Projekte angeht, habe ich eh schon mal kurz angekündigt, die werden auch wieder weitergehen. Ich habe Kraftevoll, wo jetzt auch schon längere Zeit Pause war, wieder eine Folge aufgenommen. Die sollte planmäßig morgen kommen. Das heißt, da geht es auch weiter, genauso auch bei Train Fever und auch bei Game Dev Tycoon. Ich meine, bei den Nebenprojekten sage ich gleich dazu, da kann es durchaus wieder sein, dass ich da ein paar Folgen am Stück aufnehme, damit ich quasi einen Vorrat habe. Das erleichtert es doch etwas, wenn ich da zwei, drei Folgen am Stück aufnehmen kann. Ich versuche natürlich trotzdem immer weitgehend natürlich auf eure Kommentare einzugehen. Nur geht es halt nicht aus, eben dass ich immer dann gleich direkt in der nächsten Folge darauf eingehen kann. Weil also kann durchaus mal sein, dass mal zwei, drei Folgen dauert durch die Vorproduktion. Versuche aber so nicht zu weit vorzuproduzieren. Aber für einen Spielrhythmus ist da also dann doch besser, wenn man zwei, drei Folgen am Stück aufnimmt, als wenn man immer nur einzelne Folgen, wo man dann immer ein bisschen speziell, wenn man dann eine Zeit lang nicht aufgenommen hat, braucht man immer ein bisschen, um reinzukommen und zu schauen, ah, was haben wir denn zuletzt gemacht? Was steht gerade an? So, haben wir jetzt auch eine Breite von 7. Aber da muss ich dann unten noch runtergraben. Und dann ist jetzt die Frage eben da hinten, wenn wir da an die Sache rangehen. Das eine, was ich überlegt habe, ist, dass ich hier eben diesen großen Hügel wegnehme. Ich sag mal, der eine Hügel da in der Mitte, das wäre nicht so schlimm, wenn man da ein bisschen Terraforming macht und das wegreißt für den Kanal. Wir haben dann eh hier noch die Berge, hinten noch den Hügel, da ist ein großer Berg. Wir haben hier noch den hügeligen Wüstenteil. Das heißt, da wird jetzt von der Landschaft, würde da auch jetzt nicht so viel entfernt werden. Und hier kann man dann eh schon wieder rausfahren. Mal kommen wir darauf auf den Berg. Theoretisch ja, aber ich werde mir mal zur Sicherheit mein Bett schnappen. Falls es Nacht wird. Es sind halt doch eine Menge Grabungsarbeiten. Würden zu zweit sicher auch schneller von der Hand gehen. Bin ich eben auch am Überlegen oder schauen, ob es da sich vielleicht was ausgeht, dass ich mir Hilfe suche, die mir hilft, den Kanal fertig, bei den Kanalarbeiten hilft. Ah, es wird eh gerade Nacht. Dann können wir uns hier gleich schlafen legen. Ist eigentlich wir am Server nicht unbedingt, das heißt theoretisch könnten wir auch durchmachen, aber
Aber in der Nacht bauen oder halt arbeiten nachgehen ist nicht immer so lustig, wenn man dann ständig gestört wird. So, Schaufeln habe ich ja nicht mehr viele. Das heißt, ich werde mir dann noch ein paar Schaufeln machen. Spitzhacke, da ich ja noch meine Diamantene. Aber zwei Schaufeln wären auf jeden Fall noch gut. Steine kann ich reinlegen, die muss ich dann nicht mitnehmen. Ich meine, den Sandstein, den Sand auch nicht. Erde, da haben wir noch einen Stack, den kann man auch da reinlegen. Knochenmehl brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mit. Ja. Ein Sticky, das können wir lassen. Die Kohle vielleicht, falls wir Fackeln machen wollen. Na gut, dann machen wir weiter. Genau, bei der letzten Folge war auch ein Kommentar auch von Shadow Skulls, der auch ein paar Vorschläge gemacht hat, dass man ja eben auch eben Anlege, neben den Anlegestellen dann auch so Hafengebäude, Schenke, was auch immer machen kann. Ist natürlich auf jeden Fall eingeplant. Was ich nur am Überlegen bin, aktuell noch, ob ich quasi den Kanal so mache, wo ich quasi einen großen Hafenbereich mache, oder ob ich es aufteile, dass ich quasi auf beiden Seiten Hafenbereich mache. Also keinen Riesenhafen, sondern hier Hafengebäude und drüben quasi unter Aua. So nicht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es nicht macht. Man sollte nicht reden und gleichzeitig herumwerken. Das kann böse enden. Verkühlung ist fast komplett abgeklungen bei mir. Also man merkt nicht mehr so viel dadurch. Tue ich mir auch um einiges leichter beim Reden. Weniger Pausen, weil ich habe es dann doch bei den letzten Videos auch teilweise gemerkt beim Nachbearbeiten. Ich hatte dazwischen immer wieder längere Redepausen als sonst, was ja nicht unbedingt immer das Beste ist. Wenn die Pausen zu lang sind, schreckt das vielleicht dann den einen oder anderen ab. Wenn man quasi nur so wie jetzt eben reine Terraforming-Grauungsarbeiten macht und dann noch quasi der Let's Player nicht wirklich zu hören ist. Was die Hänger betrifft, die ich ja zeitlang serverseitig hatte, ist Arenz aktuell recht gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Server mal neu gestartet wurde zwischenzeitlich, aber aktuell rennt es um einiges flüssiger, was ich auch gut finde. Ab und zu hat man vielleicht noch mal eine kurze, leichte Verzögerung, aber das war's dann auch schon. Ja, es gibt sonst irgendwas Neues zu berichten. Ich meine, ich bin selbst halt weiter dran am Kanal selber, designmäßig, Planung, Projekte und so weiter. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft für Drainfever eine, na, was wollte ich sagen, genau, ich habe jetzt endlich die Playlist erstellt. Und eben mit den ganzen Videos und auch in den Videobeschreibungen jetzt auch gemacht, wo jetzt genau drinnen steht, die Spieleinstellungen, Starte und so weiter. Das heißt, für alle, die es interessiert hat, aber deren es zu
kompliziert war oder zu umständlich, die Videos sich selber rauszusuchen. Ihr könnt es jetzt euch am Stück anschauen, die Folgen. Sollt noch, weil ich es erst vor kurzem geändert habe, beziehungsweise sind die Videos auch teilweise direkt auf der Startseite verlinkt, beziehungsweise die Playlist selber findet ihr auf der Hauptseite meines Kanals unter dem Punkt V-Sims Wirtschaftssimulationen. Da findet ihr auch die anderen Spiele, eben alte Projekte. Oh, das habe ich schon wieder gemacht. Sollte mich mehr konzentrieren. Eben da, also genau, da findet ihr eben auch dann zum Beispiel MetTV, dann auch die alten Folgen von Sinotrans, wo ich auch noch am Überlegen bin, weil mir Sinotrans an sich ja recht gut gefällt. Nur bei das letzte Projekt, das alte, da war ja im Endeffekt jetzt fast ein Jahr Pause. Wo es eine Überlegung ist, wenn ich das weitermache, also oder wieder bringe, besser gesagt, Sinotrans, ob es dann nicht geschickter wäre, neu anzufangen, weil es gab in der Zwischenzeit auch einige Updates. Auch Updates, die auch Verbesserungen auch performance-technisch gebracht haben, weil ich hatte ja bei den alten Aufnahmen manchmal das Problem, dass auch die Framerate im Spiel etwas runtergegangen ist. Beim Scrollen und so weiter hat man es stark gemerkt. Aber da hat sich was getan, beziehungsweise dadurch, dass ich ja mittlerweile mit Action aufnehme, was auch etwas weniger Performance frisst, weil es mit einem eigenen Codec arbeitet. Und ich finde qualitativ, also bei den Videos 27p, die ich aufnehme mit Action, ist eigentlich voll okay, auch nach dem Rendern, kann man sich nicht beklagen. Ist natürlich kein Full HD. Full HD würde ich persönlich erst wieder machen, wenn ich irgendwann das Geld habe für einen neuen Rechner. Aber Full HD ist ja, sind ja mehr Daten, das heißt, da braucht man auch eine höhere Schreibgeschwindigkeit, was jetzt die Festplatte betrifft und so weiter. Und auch beim Rendern natürlich sind die Dateien entsprechend größer. Darum bleiben die bestehenden Projekte auf jeden Fall mal auf 720p. Aber was ich eventuell bei Minecraft machen will, sobald es funktioniert, wäre ein Shader ausprobieren, sobald die kompatibel sind mit Optifine und auch der Minimap, was aktuell derzeit nicht der Fall ist. Das heißt, ich habe schon probiert, einen Shader zu aktivieren. Oder, ich meine verschiedene, aber dann ist das Problem, dass die Minimap nicht mehr geht und auch Minecraft abstürzt, sobald man versucht, die Karte zu laden. Aber ich bin mir sicher, dass da auch bald Abhilfe geschafft wird. Was sagt die Zeit? Oh, haben wir noch ein bisschen. Also genau, meine Frage ist noch, ich tue ja, oder aktuell habe ich ja teilweise auch dazwischen auch das eine oder andere, ebenso wie jetzt, wo ich beim Kanal weitergekramt habe, das gemacht quasi, wenn man so will, offline, also ohne, dass ich dabei aufnehme, also wenn ich zwischenzeitlich mal Lust habe, ein bisschen was zu machen, dass ich auf den Server gehe. Ja, jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt ein ganzes Haus baue und sage, hey, schaut's, da ich habe ein neues Haus gebaut, aber dass ich gewisse Arbeiten... Au! Aua! Das war nicht gescheit. Heute habe ich es nicht unbedingt mit dem Arbeiten und Reden. Ich hau ständig runter. Und wir nehmen dann noch 7 Days to Die auf, wo es ja so ist, wenn man abstürzt, kannst du den Fuß brechen. Das ist dann nicht so lustig.
Bei Minecraft ist ja wenigstens so, du verlierst zwar die Herzen, aber wenn es nicht zu tief der Fall ist, dann kann man sich wieder erholen. Ah ja, ich sehe gerade, wir sind bei 20 Minuten. Dann bedanke ich mich an der Stelle wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Ihr schreibt so in die Kommentare noch, ob es okay ist, wenn ich dazwischen auch das eine oder andere offline weiterbaue oder wenn ich Ideen habe für neue Projekte, dass ich gewisse Sachen vielleicht anfange und euch zeige, ah, da kommt dieses oder jenes hin. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!